Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Ich spreche heute zu euch vom Theisenberg, das ist in den Bayerischen Alpen. Und ich freue mich super, hier oben jetzt zu sein, weil es das erste Mal ist und ich mich schon die ganze Zeit darauf freue, endlich mal wieder in die Berge zu gehen. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich heute mal keine Flügel habe. Wenn ich hier oben in so luftigen Höhen bin, dann mache ich mir die immer unsichtbar, weil sonst flattere ich viel zu leicht davon. Hier oben ist es für mich wichtig, dass ich mich gut erde und die Erde und den Berg spüre. Ich liebe es, auf dem Berg zu sein, weil hier oben fühlt man sich einfach so frei. Und die Gedanken und Gefühle können sich klären. Und diese frische Luft zum Atmen und dieses tolle Panorama, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und der Berg ist 1272 Meter hoch. Also gerade so für den Anfang, wenn man mal wieder in die Berge geht, genau das Richtige, weil man läuft ungefähr 2,5 Stunden hoch. Es ist also nicht so weit, genau gut, um sich wieder an Bergtouren zu gewöhnen. Und dann läuft man unten an der Bäckeralm vorbei, die ist nicht bewirtschaftet. Und hier oben, das ist die Steuseralm. Das ist da, wo die Menschen einkehren, die ja oben auf dem Berg sind. Ich natürlich nicht. Ich sitze lieber hier oben auf der Wiese und genieße den tollen Ausblick. Leider ist es heute ziemlich diesig. Das heißt, man hat heute nicht so tolle Sicht wie sonst. Sonst ist es hier oben noch viel klarer. Aber ich hoffe, es kommt trotzdem ein bisschen von dem Bergfeeling rüber. Da drüben liegt noch Schnee. Ich bin auch ein Stück durch den Schnee gelaufen. Ja, auf der anderen Seite ist es leider noch diesiger und da ist es auch ziemlich windig. Weil auf der anderen Seite kann man direkt auf den Chiemsee runterschauen. Aber da ist die Sicht ganz schlecht. Und darum zeige ich euch jetzt mal nur die Vorderseite. Oh, und es ist einfach so idyllisch hier oben. Und ich bin so froh, weil heute ist eigentlich Samstag und es ist trotzdem eigentlich nichts los hier oben. Ich bin sogar beim Hochgehen, bin ich kaum Leuten begegnet. Und das finde ich auch gut so, weil wenn ich mal draußen in der Natur bin, bin ich auch gern mit mir allein und sinniere nach über mein Leben und schaue, was in meinen Gedanken gerade so vorgeht und was es zu klären gibt und verbinde mich mit Mutter Erde. Oh, und es ist einfach schön, einfach hier oben zu sein und zu atmen und zu genießen. Und die Gedanken klären sich alle. Es ist einfach Balsam für Seele und fürs Herz. Ich liebe so etwas. So, ich hoffe, ich kann das ein bisschen mit euch teilen, das tolle Berggefühl. Ja, und während die Leute da drüben alle einkehren, sitze ich hier oben auf der Wiese. Und bei mir gibt es andere leckere Dinge, nämlich hier habe ich immer dabei meinen Schmusi, grüner Schmusi, mit schönen Sonnen, Löwenzahnblüten, ja Löwenzahn, kleine Sonnen sind viel drin und noch andere leckere Dinge. Und während andere da unten essen gehen, schaue ich dann lieber, was es hier oben auf der Wiese Schönes gibt. Sehr viel sieht man noch nicht. Hier ist Löwenzahn. Aber ich glaube, der Schnee ist erst getaut. Und hier Frauenmantel. Und was habe ich hier drüben noch gesehen? Da gibt es leckeren Sauerampfer. Hier drüben ist auch noch eine Stelle. Ja, und während andere da unten einkehren, zupfe ich mir dann lieber hier so ein leckeres Sauerampferblättchen. Köstlich. Bei Wiesen bin ich immer ein bisschen skeptisch. Da weiß man immer nie, ob die geodelt, gedüngt sind. Aber hier oben auf dem Berg gehe ich jetzt mal davon aus, dass hier kein Odler hochkommt. Ich hoffe jetzt wieder öfters oben schön auf dem Berg zu sein. Nehme euch auch gern mit.
Mal schauen, was wir noch für tolle Paradiese, Naturparadiese entdecken können zusammen. Ich freue mich jedenfalls. Ich hoffe, dir hat es gefallen und vielleicht hat es dich ja inspiriert, auch mal ein bisschen die Weite zu schnuppern und auf einen Berg zu klettern. Okay, ich wünsche dir viel Spaß. Bis bald. Tschüssi. Bis jetzt, sagt dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.